Oh ja, eines hat funktioniert und damit herzlichen Glückwunsch zu diesem glücklichen Umstand. Muss ich eigentlich sagen, aber es ist Kailes oder Kailes in seiner Hindenburg. Und falls ihr euch fragt, was labert der denn da wieder und das nicht mitgekriegt habt, momentan haben manche Replays extrem große Probleme zu starten und bleiben immer im Anfangsbildschirm hängen. Ich habe leider den Workaround von Bingo TTV probiert, aber erfolglos. Deswegen das leider, nicht das probiert. Dementsprechend kann ich jetzt keine Schiffe mehr auswählen, wo ich dann zufällig sage, welches der eingesendeten Replays drankommt, sondern ich beginne jeden Tag einfach von oben, klicke auf die Replay-Datei, warte die eine Minute, bis sie geöffnet wird und wenn ich dann das hier sehe, dann starte ich mit der Aufnahme. Herzlichen Glückwunsch, Kailes. Du warst tatsächlich der Erste, bei dem es geklappt hat. Deswegen gibt es heute ein Hindenburg-Replay. Und ich sehe schon, ich muss meine Aufnahmestrategie ein bisschen ändern. Sonst nehme ich immer, nachdem ich nach Hause komme von der Arbeit, nach dem Essen, eine halbe Stunde auf der Couch war, an Tagen, wo ich nicht streame, irgendwann um 10 dann ein Replay auf. Funktioniert nicht mehr so gut. Jetzt muss ich ein bisschen Vorarbeit leisten, weil es kann sein, dass ich 10 Mal, naja, den Anfang sehe und nie ein Replay. Nichtsdestotrotz, wir sind hier jetzt auf der Atlantik. Ich glaube, ich wiederhole das die ersten zwei, drei Replays jetzt noch, damit wir auf die neue Situation hier eingestimmt werden. Es ist seit zwei Patches ist das so, mit dem Ladebildschirm und irgendwas haben sie geändert. Keine Ahnung, ist Wargaming egal. Mal schauen, ob sie da was machen. Schwierig, schwierig. Aber keine Ahnung, was wir hier sehen. Ne? Kann alles möglich sein. Wir haben ja 20,7 Kilometer Reichweite, das ist die Reichweite Hindenburg und man kann sie beidseitig spielen, also auf maximale Reichweite oder auf maximalen Reload, das sage ich immer. Wir haben hier tatsächlich einen Jäger mit dabei. Also wie man sie spielt, ist ganz egal. Hauptsache der Kapitän ist darauf ausgelegt, aber den Jäger, den braucht man in 99% aller Fälle nicht. Gut, wir haben hier eine Midway mit dabei, aber der Jäger ist leider mega nutzlos. Der ist quasi, irgendwann war der mal cool. Und dann hat sich Wargaming gedacht, interessiert uns nicht mehr, da machen wir nichts mehr mit. Und seitdem sitzt er da, da wäre dann doch, da würde ich Radar nehmen. Oder irgendwas, was praktikabel ist, aber der Jäger ist Müll. Man hat vielleicht hin und wieder, naja, Glück und er schießt was ab, aber einen Flugzeugträger abwehren tut er nicht. Zumindest nicht bei mir. Weiß nicht, wie euch das geht, für mich ist der Müll. Da lieber Schaden, 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 weil das ist alles, was zählt. Wir kennen Wargamings Devise in dieser Richtung. Da müssen wir gut schauen. Konzentrieren wir uns jetzt einmal kurz auf das Gefecht. Ich sehe, wir haben nur zwei DDs, Gearing und Haaland. Und naja, einer ist in B und der andere ist schwierig. Ah, fährt außen rum zu C und das ist wunderbar. Leider haben wir gerade. Oh, rechts. Ah, stürmen, stürmen, stürmen. Das wäre jetzt wichtig. Ja, und der macht es, nämlich 6 Kilometer hydroakustische Suche und die Gearing, wenn sie stehen bleibt, man sieht es jetzt nicht, erst wenn er ranzoomt. Ja, torpedieren muss er jetzt nicht, die hätte ich mir aufgespart wegen der Minotaur, weil die hier um die Ecke kommt, wenn wir stürmen, weil sie ja nicht nach vorne fahren kann. Torpedos sind dementsprechend wichtig und wir sollten aufhören zu schießen. Ah, der ist tatsächlich, oh, da ist er, da ist er, jetzt geht's rund. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Wenn man eine Hindenburg-Offensiv fährt, sollte man natürlich lieber auf Reload skillen. Da können wir nämlich unter 10 Sekunden. Ansonsten haben wir das Problem, dass wir, naja, nicht so feuern können, wie wir möchten, mit fast 11 Sekunden. Hier hat Wargaming uns eine gute Schneise gelassen, was die Torpedos betrifft. Wir dürfen nur nicht übersteuern und könnte es tatsächlich sein, dass die Gearing hier. Oh, ganz knapp. Ganz knappe Geschichte. Und schnell wieder drauf. Die Gearing leider kein Torpedo mitnimmt, aber naja, man kann nicht alles haben. Näher ran, aufpassen wegen rechts Minotaur und das war's. Wunderschön. Ich glaube, wir haben. Oh, jetzt auch Kaeles. Oder Kaeles. Man kann es beides so sagen. Ich muss jetzt nachschauen, ob es KA ist oder ob es KE ist. Aber es ist Kaeles oder Kaeles. Schreibt es vielleicht in die Kommentare dann, wenn ihr das sieht. Aber ich glaube, viel mehr muss er gar nicht mehr machen, um im Mittelfeld zu sein. Tatsächlich, ein Schiff rausnehmen, ein DD und 19.000 Schaden, schaut nicht so besonders viel aus. Er sollte jetzt vielleicht nicht mehr auf die Insel auffahren. Er will natürlich noch ein bisschen Schaden auf die. Reicht eine Granate? Ja, da ist nichts durchgekommen. Das macht der Rest des Teams hier. Das ist kein Problem. Sonst der Flugzeugträger, der hat sich mit dem Smoke verschätzt. Wunderbar, ist Smolensk hat nochmal draufgehalten. Wir sind offen, weil uns hier oben. Nein, weil uns die Fandar offen hält. Und die Moskau muss auch hier irgendwo sein. Großes Problem, die Yamato. Da muss er jetzt gut aufpassen.
Die Moskva schießt. Ja, man tut in der Insel sehr gut selber. Ne? Glücklich. Es ist immer gefährlich, ja, bei dieser Insel außen rum zu fahren, weil wenn man keinen Support hat, und das hat er nicht, ist es schwierig zu sehen, was kommt. Er hat umgeladen. Okay, ja, bin ich gespannt. So, also ich glaube, die Hindenburg, die kennt ein jeder. Die Daten müssen wir, glaube ich, hier nicht runterbeten, aber es sind halt 203er mit deutschen 51mm Pen bei der Haie und weitaus besseren AB, was den Alpha-Schaden betrifft. Das sollte man wissen. Und wie gesagt, die zwei Skillungen, und das ist gut. Ansonsten, wenn ihr den Kanal erst jetzt entdeckt habt, schaut euch ein älteres Hindenburg-Replay an. Ich glaube, da sage ich es immer wieder, damit die Leute, die neu dazugekommen sind, da vielleicht auch noch was mitnehmen können. Jetzt ist natürlich Christenpflicht, auf die Moskau zu schießen. Geht er gleich wieder auf? Nein. Warum ist er offen gewesen? Flugzeugträger wahrscheinlich war in der Nähe. Oh nein, weil sie geschossen hat. Dann auf jeden Fall Moskau, leider hält sie hoch. Monty, 11 Kilometer. Das ist ein bisschen kritischer, obwohl es ist schwierig. Also drehen oder nach vorne fahren, 11 Kilometer ist die halbe Strecke zum Torpedieren. Man wird allein gegen die Monty vorankommen. Das Problem ist allerdings die Yamato. Ja, die wird abstrafen. Aber wir können die Yamato mit HE bespaßen. Wir haben 51mm Penetration. Das macht guten Schaden. Wir haben die Reichweite, die fährt. Hat die rückwärts? Sieht man jetzt hier nicht so gut mit dem flachen Wasser. Kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Und gut, dass er rumgedreht ist, weil die Monty hat hier keinen Bock. Der Gegner hat unter großen Verlusten versucht, C zu nehmen und B hat er bekommen. A war anscheinend relativ einfach, obwohl hier auf der Insel die Sau aufgefahren ist und dementsprechend auch raus ist. Aber das muss der Flugzeugträger gewesen sein, wenn es mich nicht täuscht. Na, war es nicht? Wer war das dann? Wer die Sau hier rausgekriegt hat? Naja, Flugzeugträger hält die Flanke, große Kurfürst ist hier auch in der Nähe bei C4. Oben bei C haben wir eine große Konzentration von unseren Schiffen. Leider viele Inseln, dass wir kein durchgängiges Spotting-Gebiet abdecken können. Weil wie gesagt, der Feind ist ja auch nicht blöd. Auch wenn Yamato und Moskva hier fliehen, decken sie sich durch die Inseln selbst. Wenn die, sobald die Lehre hier rauskommt, dann haben wir mehr Glück. Es ist halt immer schwierig. Man muss sich nicht nur so positionieren, dass man selbst Schaden machen kann, man muss sich auch so positionieren, dass der Gegner, wenn er offen ist, beschossen werden kann. Und dass er auch aufgeht. Die Daring wäre meiner Meinung nach besser auf der B, auf der Achterlinie. Ja, mit Sicherheit auf der Achterlinie fahrend gewesen. Die schätzt jetzt hoffentlich, hoffentlich nicht, dass die Monty hier aufgefahren ist. Ne, das wäre auch... Das wäre eine Fehleinschätzung gewesen. Und da fährt sie direkt quasi der Moskva, wenn sie zurückkommt, in die Arme auf 12 Kilometer Radar. Und die fährt jetzt hier auch auf die Insel, weil sie... Die will unbedingt die Monty torpen. Seht ihr das? Die ist ziemlich gierig, um die Monty zu torpen. Aber eins dürft ihr nie vergessen. In einem DD im Nahkampf ein Schlachtschiff rauszutorpen, sollte nie, und das geht auch für CVs, also in einem DDCVs rauszutorpen, oberster Zweck des Spiels sein, sondern nur eine, naja, will ich sagen, göttliche Fügung, aber eine glückliche Fügung, könnte man sagen, sein. Sprich, wenn mich der Kurs des maximalen Erfolgs von wegen Spotting und aggressivem Gameplay mit Cap in die Richtung eines herauszutorpenden Schlachtschiffs führt, dann kann man das durchaus machen. Da spricht auch nichts dagegen. Hier, wie die Daring quasi nicht spottet und nur hinter der Insel sitzt, weil sie unbedingt die Monty haben möchte, das ist nicht zielführend. Weil wer hier spottet, das ist hier Kaeles oder Kaeles, Yoshino, Gott, die Moskva, die schießt, die Marceau, ist auch hinter der Insel momentan und der Rest hier, Fanderer, Montana auf der Karte und Smolensk, die sind ziemlich gut gedeckt. Da wird es schwierig, jemand Verantwortlichen zum Scouten finden. Aber mei, so ist es halt hin und wieder in den Spielen. Woran erkennt man das? Dass hier unsere Hindenburg 23.000 Spotting, also Spotting Damage gemacht hat. Ist natürlich auf den ersten Blick nicht viel, aber ihr müsst wissen, man muss das Schiff zuerst gescoutet haben, also gespottet haben. Und dann muss es 5 Minuten, glaube ich, nicht mehr gespottet werden. Sollten 5 Minuten sein. Und dann kann es erst wieder gespottet werden. Naja, das ist nicht besonders belohnend, möchte man meinen. Und ja, die Monty ist immer noch da, die kann immer noch rausgetoppt werden, aber auch nicht von uns. Die wird nämlich hochdrehen, das wird nicht reichen. Wir haben nur eine schlechte Pose, dann die ich würde weiter auf die Moskau schießen, das macht sich gar nicht bezahlt. Das dreht auch nicht mehr rein.
Warum sollte sie das? Eine Monte, eine Yamato, eine Yoshino und eine Marceau mit 8 Kilometern, die dreht auf keinen Fall mehr rein. Aber wir können ihr nicht in die Zitadelle, aber in den Gürtel schießen, um Penetrationen zu machen. Da farmen wir uns satt. Die Hindenburg-AP ist nicht die allerbeste. Na, schade. Also was die Penetration betrifft. Aber sie ist ausreichend. Und wie gesagt, einfach hier hinziehen. Hier hin, ne, in diesem Bereich. Da ist gut. Bei manchen ein bisschen breiterer Bereich, bei manchen ein bisschen weniger breit. Das Problem ist, zieht man ein bisschen zu tief mit der Streuung, dann geht viel natürlich in die Zitadellenpanzerung mit 410, die man auf 10 Kilometer meistens einfach nicht durchschlägt. Und wenn man zu hoch zieht, dann geht viel in die Superstrike-Shop, dann gibt es zumindest Overpenetrations oder Modulausfälle, kann auch der Fall sein. Wenn man zum Beispiel, ja gut, Pens sind dann theoretisch auch noch möglich auf Anti-Air-Module. Also eher ein bisschen weiter nach oben. Ja, schauen wir mal, das Gefecht scheint schon zu Ende. Und 70.000, ganz im Ernst, ist mit Stufe 10 Kreuzer. Wenn ihr immer 70.000 macht und davon 20.000 Schaden auf die DS, glaubt, da kann sich niemand beschweren. Das wird am Ende mit den Basics B 2K sein. Da hat man auch, wenn man auf Stats achten möchte, keine schlechte PR. Alles, was die DS jagt und zerstört, hat gute PR. Also Ranking quasi, Schaden, durchschnittsbereinigt, etc. Also je nachdem, auf welches Schiff man schießt. Wie ihr wisst, 105.000 mit Versenkung am Kurfürsten sind gleichbedeutend wie, was hat die gehabt, die 19.000 der Gearing hier, oder 20.000, 21.000, was das Schiff schlussendlich dann hat mit Versenkung. Kommt 1:1 so rüber. Und es sieht tatsächlich so aus, als würde das Gegnerteam aufgrund von Schiffsmangel verlieren. Die haben zwar mehr Caps, aber sie haben sich den Cap-Vorteil zu teuer gekauft. Das war das Problem. Und ihr seht, ich sage zwar immer, die Hindenburg High ist nicht gut und das ist auch korrekt, die macht aber dennoch Schaden, natürlich. 2500 Alpha ist wenig, 33% pro Pen, bei guter Pen-Leistung mit 51mm, ist weniger als bei vielleicht anderen Schiffen. Und dann noch die Haaland rausgenommen, das ist natürlich gut für die PR, gut für die Basics B. Gerade Feuerschaden ist nicht so relevant. Kann man auch durchbrennen lassen. Kann man auch direkt wegheilen. Muss man aber nicht, wenn man einen Adrenalinrausch geskillt hat. Von daher, da sind die 100.000 auch locker drin. Also sind sehr gut aufgehoben mit 100.000 und diesen Schaden auf den DDS. Aber das schauen wir uns danach einfach mal an. Schauen, was passiert. Und wo war ich vorher? Genau, also Alpha High schwach, dafür gute Pen. Den Reload mit den 4x3-203ern, da kann man es machen. Man kann sich satt farmen. Man kommt je nach Aufstellung des Teams auf 250.000 auch mal. Ich komme da wahrscheinlich nie hin, weil, wie gesagt, Reload und eher am Mann. Aber das sind die unterschiedlichen Spielweisen. Das ist ganz klar. Kann sein, dass manchmal Leute, die sehr hohe Schadenssummen farmen, schlechtere PR haben oder eben schlechtere Basics B, was sich dann natürlich auch in der PR wieder niederschlägt, weil sie einfach Schaden auf Schlachtschiffen machen. 400.000 Schaden sind 4 fette Schlachtschiffe. Das kann man theoretisch auch mit 80.000 Schaden machen. Das sind 4 fette DDs. Da ist halt nicht so viel drauf auf den Rippen. Was will man sich da erwarten? Ne? Aber unterm Strich ist man mit 80.000 gleich wie mit dem 400.000 Schlachtschiffschaden. PR-mäßig sollte man gleich sein. Gut, man tankt dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Vielleicht kommt man auch noch in die missliche Lage, ein bisschen was zu cappen. Dann ist man wieder ein bisschen weiter vorne. Aber man geht meistens früher raus. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich sage immer, fahrt nicht auf Stats, fahrt wenn auf Team Sieg. Weil fahrt so wie in den Klanggefechten. Denn da fahrt ihr ja auch auf den Sieg und nicht auf Schaden. Und der Sieg bringt euch unterm Strich immer mehr. 1,5-fach mehr XP, Free XP, Credits. Ganz einfach, weil ein Sieg bringt einfach 150% von allem. Und es macht auch mehr Freude. In schlechten Gefechten, selbst wenn man auf Sieg fährt, farmt man automatisch mehr Schaden. Ja, und 100.000 mit diesen Schiffen, die beschossen worden sind, ist gut. Kommt da noch die Salve vom Conqueror oder ist die auf die Ohio? Hat er noch eine rausgekriegt? Habe ich mir das eingebildet? Das kann sein. Na, das Gefecht ist vorbei. Würde ich sagen, die Yamato hier hinten hat es verspielt und die Slava. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass eine Slava hier bei J10 das letzte Mal gespottet worden ist und danach hat es man auch aufgegeben. Ja, da kommt sie nochmal, weil sie noch versucht, hier die
Yamato abzufarmen hier links unten. Die pusht und pusht und pusht und ein bisschen overextended, aber Uwe Berg hält hier, sagen wir so, zumindest die Yamato auf. Dass sie nicht wieder reinkommt, nicht, dass sie es schaffen würde. In 5 Minuten kommen sie vielleicht in die Nähe von C. Ist aber spieltechnisch komplett irrelevant. Und auch eine Slave, die 25mm Panzerung hat, zumindest was Heck und Bug betrifft, kann weitaus mehr denken als so, wie sie jetzt gespielt worden ist. Ich werde mir das Missteil holen, ich habe den Brian Surkita mittlerweile schon abgeschlossen mit Hochkaufen und dann kommt noch die Harugumo. Die werde ich mir aber auch spielen wahrscheinlich, weil die kostet 240.000 Free XP. Könnte ich mir zwar leisten, aber pff, mal schauen. Da muss ich noch 2 Linien zurücksetzen und hochspielen. Und dann könnte ich mir, glaube ich, knapp die Slava kaufen. Muss ich schauen dann. Ob ich das dann machen werde oder eher die Siegfried hole, wahrscheinlich eher die Slava. Weil sie neuer ist und seltener. Ja gut, Siegfried ist auch selten. Aber die kostet weniger. Mal schauen. Als alter Sammler brauche ich natürlich alles, was geht. Oh, ich glaube, ich könnte hier einmal ein bisschen vergrößern. Ja, ja, wunderbar, wenn alles eingestellt ist. Liebe das Stream Deck, das mir meine Freundin zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt hat. Ich bin zwar kein professioneller Streamer oder sowas oder Content Creator oder was auch immer, aber auch im Hobbybereich macht das durchaus jede Menge Spaß, ein paar Tasten zu drücken und dann funktioniert das schon. Muss man das für Star Citizen noch einrichten? Na gut, nebenbei gequatscht, 104.000 Schaden, 6 Brände, 4 zerstört und ich sage euch, der Schaden auf die DDs hat unseren Kaeles oder Kaeles ganz nach vorne gebracht, nämlich Platz 2. Nur die Yamato hier, Yufen auf der anderen Seite hat noch mehr, mit 2397, mit 2184 Basic Speed. Schaut euch das an. Hier sehen wir, ja, Farmschaden, Yamato, Conqueror, das ist fette Beute. Die Halland, der Kill, der war noch wichtig und geil. Und der Rest ist wieder natürlich Schlachtschiff, weil gerne viel Schlachtschiff gefahren wird. Da wurde nicht so viel getankt, da war auch nicht so viel. Und da seht ihr AP, 26.000 High, 45.000. Mit der Hälfte oder mit ein bisschen mehr Treffern hier hätte man hier auch mehr Schaden raushauen können. Aber die Brände haben es gemacht. Die Creditpunkte, was? Falsche Richtung. Creditpunkte, 472.000. Und das ist der Kapitän, der kam dieses Mal ganz am Ende. Muss ich mal schauen, wie ich das da wieder ordne. Aber sonst speichere ich mir die per Zufall immer ab und dann kann ich sie ordnen, wie ich will. Hier nehme ich sie jetzt der Reihe nach, weil ich nie weiß, welches funktioniert. Und das ist... interessant. Interessante. Also den würde ich gar nicht nehmen. Woher kommt der? Franz von Jütland, Kreuzerstufe 10. Da steht nicht keine Spezialisierung dabei, wenn es mich nicht täuscht. Also den würde ich nicht nehmen, weil die Hauptartillerie fällt seltenst aus. Und auch der Rest weniger. Ich habe immer gerne den, damit ich weiß, wenn ich drehen kann und wenn ich weiß, wo eine Idee ist, der noch nie offen war und auf mich leicht. Kann natürlich auch was anderes sein, aber ich weiß, ist halt immer eine Frage. Der hier ist okay, der ist gar nicht schlecht, wenn am Ende noch was überbleibt, aber ansonsten würde ich den hier nehmen. Inspekteur natürlich. Concealment, vielleicht die minus 15%. Ja, Elite-Schütze und das. Also wenn jetzt sich das ausgeht, ich muss mal schauen, wie ich meine geskillt habe, aber es muss ja nicht jeder so skillen, wie ich das mache. Der Unterschied ist, wenn ich Reichweite spiele, brauche ich den Elite-Schützen nicht. Weil dann ziele ich meistens auf Schiffe, die weiter entfernt sind. Das bedeutet, man muss nicht so weit, also so viel nachzielen. Also der Turm ist schnell genug, um dem Schiff hinterherzukommen beim Nachziehen. Wenn ich jetzt im Nahkampf bin, dann kann das durchaus mal eine weitere Salve sein, wo ich auf 5 Kilometer schießen kann. Oder sagen wir auf 2 beieinander vorbeifahren. Aber da muss man natürlich genau diesen Skill, also den Fahrstil auch leben, so wie es halt ist. Ja, immer Ranked gibt es sowieso dann wieder eine andere Skillung und im CW sowieso auf Schadensvermeidung etc. Und Sprengmeister, übrigens ein Pflichtskill, wenn man den auf Reichweite und High spielt. Dann das auf jeden Fall lieber dann als die zwei hier. Und die minus 5%, die sind, ja, natürlich ist in Jütland, ja, minus 10 oder so, würde ich trotzdem vergessen. Das ist der falsche Kapitän hier drauf. Aber mei, der kann halt nicht viel. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Einsein. Ich bin immer froh, wenn ein Replay geht. Dann könnt ihr euch weiter Replays bringen, die euch so gefallen. Wo ihr sagt, ihr lernt da auch noch was draus. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Replay. Ciao.